Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und heute möchte ich mit euch ausführlich über die Power Toys von Microsoft sprechen, euch die wichtigsten Features und nützliche Tipps und Tricks zeigen, wie ihr damit mehr aus eurem Windows-PC rausholen könnt. Zunächst sollte ich aber erklären, was die Power Toys sind und warum sie existieren. Denn die Power Toys gibt es seit Windows 95 und anfangs waren sie eine Sammlung an Hilfsprogrammen, die von Microsoft zwar offiziell entwickelt, aber nicht unterstützt wurden. Das bedeutet konkret, dass ihr diese Tools quasi auf eigene Gefahr einsetzt und von Microsoft dafür keinen Produktsupport erwarten dürft. In der Vergangenheit hat Microsoft mit den Power Toys den Funktionsumfang von Windows für Power-User ein bisschen erweitert. Eines der bekanntesten Power Toys zu Windows 95 und Windows 98 Zeiten war das Programm TweakUI, was im Grunde ein grafischer Registry-Editor war. Ihr konntet damit die Registry ändern und Windows ganz nach euren Wünschen anpassen, denn TweakUI hatte alle Registry-Tweaks übersichtlich dargestellt und mit Erklärungstexten versehen, was also echt ein praktisches Tool war. Mit den alten Power Toys konntet ihr sogar virtuelle Desktops aktivieren und das noch in Windows XP. Ja, durch Microsofts offizielles Tool konntet ihr virtuelle Desktops benutzen, like it's 2015. Kaum zu glauben, dass Microsoft 12 Jahre später erst dieses Feature in Windows implementiert hat. Es gab aber auch noch eine Vielzahl anderer kleiner Tools, die zuerst als Power Toys angeboten und später ins System integriert wurden. Hierzu zählt zum Beispiel das Programm CMD Here, das euch per Rechtsklick ein CMD-Fenster in einem bestimmten Ordner öffnen konnte, den Windows Process Watcher, um Ressourcenverbrauch gewisser Programme zu prüfen und kleine praktische Power Toys wie zum Beispiel den ISO Image Burner oder das ClearType Tuning Programm, die wurden dann mit Windows 7 auch später nativ ins System reinprogrammiert. Mit Windows XP wurden aber auch die alten Power Toys von Microsoft nicht weiterentwickelt, weil ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was für ein Chaos ausgebrochen ist, als dann die Kunden damit rumgespielt haben und unweigerlich irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Denn offiziell bot Microsoft keinen Support für diese Spielereien an und bei Problemen mussten sich Nutzer eben selbst zurechtfinden. 2019 hat Microsoft aber die Power Toys neu aufgerollt und einige alte und mehrere neue Tools für Windows 10 und Windows 11 rausgebracht. Heute sind die Power Toys aber Open Source und ihr könnt diese kostenlos über GitHub, den Microsoft Store oder Winget herunterladen. Die einfachste Art der Installation ist aber natürlich die Store-Version, was wir in diesem Fall auch benutzen werden. Ihr findet natürlich alle Download-Links unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt gucken wir uns die Features der Microsoft Power Toys genau an, denn sie bieten einige echt praktische Funktionen, die mir persönlich den Alltag tatsächlich erleichtern. Dabei finde ich ehrlich gesagt die kleinsten Power Toys am praktischsten. Eines davon ist Power Rename, welche ihr schnell über einen Rechtsklick erreichen könnt. Power Rename erlaubt euch das schnelle und effiziente Umbenennen mehrerer Dateien. Im Gegensatz zur normalen Umbenennfunktion von Windows 10 und Windows 11 kann Power Rename nicht nur den kompletten Namen mehrerer Dateien ändern, sondern auch einzelne Begriffe sowie auch reguläre Ausdrücke bzw. Regular Expressions benutzen, um eben nur bestimmte Teile von Dateinamen zu ändern. Power Rename bietet dabei die klassischen Funktionen, welche wir vom Suchen und Ersetzen kennen, sodass es zum Beispiel die Groß- und Kleinschreibung von Begriffen beachten kann und alle vorkommenden Übereinstimmungen ersetzen kann. Wenn ihr fertig seid, geht ihr einfach unten auf Anwenden oder auf Anwenden und Schließen. Wenn ihr häufig in Fremdsprachen schreibt, öfters südosteuropäische oder skandinavische Namen schreiben müsst oder ihr einfach ein Zeichen benötigt, das auf eurer Tastatur nicht zu finden ist, dann haben die Power Toys genau für diesen Zweck eine echt elegante Lösung. Wenn die Power Toys installiert sind, drückt und haltet einen Buchstaben und drückt dabei die Pfeiltasten links oder rechts. Wenn ihr also das dänische Ö zum Beispiel abbilden wollt oder ein kroatisches Tsch schreiben wollt, dann haltet ihr einfach O oder C gedrückt und navigiert mit den Pfeiltasten nach links und nach rechts, bis ihr den gewünschten Buchstaben ausgewählt habt. Sobald ihr loslasst, wird das gewählte Zeichen ausgegeben. Ehrlich gesagt finde ich dieses Feature deutlich praktischer und schneller zu bedienen als beispielsweise den Emoji Picker in Windows, wo es ja auch Sonderzeichen zu wählen gibt und welcher eigentlich viel mehr Einstellungen hat, als ihr tatsächlich braucht. Die Einstellungen für dieses Feature findet ihr in der Power Toys App unter Schnelle Akzenturierung. Hier könnt ihr dann wählen, ob ihr dieses Umlautmenü nur mit den Pfeiltasten oder auch nur mit der Leertaste aufrufen möchtet. Zudem könnt ihr festlegen, dass nur Sonderzeichen einer bestimmten Sprache angezeigt werden, sodass ihr nicht unnötig durch mehr Sonderzeichen scrollen müsst, als ihr tatsächlich benötigt. Ihr könnt dabei auch die Position der Symbolleiste festlegen, euch den Unicode-Code des jeweiligen Sonderzeichens anzeigen lassen
Und Power Toys kann auch die Zeichen nach Häufigkeit ihrer Verwendung anzeigen. Aber Achtung, schaltet die Power Toys oder zumindest dieses eine Feature beim Gaming unbedingt aus, denn es kann auch passieren, dass ihr A oder S gedrückt haltet und sich dann in-game das Sonderzeichenmenü öffnet und daraufhin euer Charakter im Spiel nicht das macht, was ihr gerne von ihm hättet. Nur ein kleiner WindowsArea.de Top-Tipp, um eventuelle Frustrationen zu verhindern, damit ihr nicht mitten im Overwatch-Match eure Tastatur vernichtet. Wenn ihr schnell eine Farbe von eurem Bildschirm extrahieren möchtet, gibt es hierfür ebenfalls das richtige Power Toy für euch. Standardmäßig könnt ihr den Farbwähler der Power Toys mit der Tastenkombination Windows, Shift und C öffnen. Dabei erscheint neben dem Mauszeiger ein dazugehöriger Farbcode im Hexadezimalformat. Wenn ihr einen Klick macht auf die jeweilige Farbe, wird der Farbcode in eure Zwischenablage kopiert. Außerdem öffnet sich ein kleines Panel, welches euch die gewählte Farbe in zwei weiteren Formaten darstellt, samt drei oder vier weiteren Kontrasten der jeweiligen Farbe eben, zwei dunkler und zwei davon heller. In den Einstellungen für die Power Toys könnt ihr unter Farbwähler weitere Sachen konfigurieren. Ihr könnt das Standardformat für den Farbcode ändern und euch daneben auch den Namen der Farbe anzeigen lassen, was ich persönlich ziemlich praktisch finde. Darunter könnt ihr zudem weitere Farbformate auswählen, welche euch im kleinen Color Picker Pop-up angezeigt werden, wenn ihr eure gewählte Farbe angeklickt habt. Insbesondere für Leute im kreativen Umfeld dürfte der Color Picker eine sehr praktische Erweiterung sein, sodass man nicht auf Programme wie Photoshop oder Affinity Photo angewiesen ist, um eben schnell eine Farbe rauszufinden. Ebenfalls ein sehr praktisches Tool aus den Power Toys ist der Image Resizer. Ich persönlich benutze den zugegeben zu wenig, weil mir persönlich ein paar Dinge dabei fehlen. Aber dazu später ein bisschen mehr. Erstmal sehen wir uns an, was der Image Resizer der Power Toys tatsächlich kann. Wenn ihr auf eine oder mehrere Bilddateien einen Rechtsklick macht, findet ihr im Kontextmenü die Möglichkeit, die Bildgröße zu verändern. Hier öffnet sich dann ein kleines Fenster, wo ihr aus einer Reihe von vordefinierten Bildgrößen wählen könnt. Und darunter findet ihr auch weitere Optionen, kleinere Bilder nicht zu vergrößern, Metadaten zu entfernen oder das Originalbild direkt durch die verkleinerte Version zu ersetzen. Standardmäßig wird der Image Resizer nämlich die verkleinerte Version als Kopie speichern, sodass das Original erhalten bleibt. Wenn ihr das Original aber nicht braucht, so wie in den meisten Fällen, dann könnt ihr einfach dieses Häkchen hier setzen. Unten links könnt ihr dann auch auf dieses Zahnrädchen klicken, um die Option für den Image Resizer aufzurufen. Dort könnt ihr weitere Bildgrößen hinzufügen und bestehende Voreinstellungen löschen. Außerdem könnt ihr weiter unten auch die Qualitätsstufe für JPEG-Bilder festlegen, das PNG-Interlacing konfigurieren und auch den Zeitstempel für die geänderten Dateien konfigurieren. Dabei könnt ihr wählen, ob für die Metadaten das Datum von der ursprünglichen Datei oder das von der Änderung angewendet werden soll. Ich persönlich benutze den Image Resizer relativ selten und das aus zwei Gründen. Erstens, um Platz zu sparen, benutzen wir am WindowsArea.de Server mittlerweile WebP-Dateien, welche der Power Toys Image Resizer zwar verkleinern kann, aber er speichert diese dann immer im JPEG-Format ab. Außerdem bietet es momentan keine Option, die Bilddateien zu konvertieren, also eine PNG-Datei wird auch als eine PNG-Datei abgespeichert, halt nur verkleinert. Und das dritte Problem für mich ist, die Komprimierung vom Image Resizer ist einfach nicht gut genug im Vergleich zu anderen Programmen, die Converter und Resizer integriert haben. Es gibt mittlerweile sehr gute und kostenlose Online-Tools, womit ihr Bilder relativ schnell verkleinern könnt und wo man dann auch die Dateigröße deutlich reduziert hat. Das ist bei den Power Toys momentan einfach nicht der Fall. Wenn ihr nicht eine Farbe benennen oder eine Bilddatei verkleinern wollt, sondern die Größe eines Elements auf dem Bildschirm ausmessen möchtet, dann habt ihr in den Power Toys das Bildschirmlineal im Werkzeugkasten parat. Drückt dafür einfach die Tastenkombination Windows, Shift und M, woraufhin sich ein ähnlich simples Interface wie beim Snipping Tool öffnet. Hier habt ihr jetzt vier Optionen vor euch, womit ihr eine freie Messung erstellen könnt oder ihr benutzt eines der Lineale, die automatisch je nach Kontext am Bildschirm unterschiedliche Bereiche ausmessen können. Wenn ihr also pixelgenau wissen müsst, wie groß ein Objekt auf eurem Bildschirm ist, könnt ihr das mit den Power Toys erledigen. Ich brauche das meist bei Frontend-Arbeit im Browser, was man zwar auch mit dem Inspect Element erledigen kann, aber mit den Power Toys geht das überall im ganzen System. Die eingebaute Suche in Windows hat im Grunde seit Windows 8 nur Rückschritte gemacht. Windows 8 hatte eine universelle Datei- und Programmsuche, welche sehr flott war. Windows 10 und Windows 11 haben die Windows-Suche durch die Integration von Bing im Grunde nur verschlechtert. Was wieder mal beweist, egal wie perfekt etwas ist, wenn man es mit Bing verknüpft, dann ist das Endergebnis scheiße. Das ist mal ein gutes Omen für ChatGPT. Aber zurück zum Thema. Wenn ihr schnell eine App öffnen wollt, bietet Power Toys Run eine praktische Erweiterung für den Desktop, die ihr mit der Tastenkombination Alt- und Leertaste aufrufen könnt. Daraufhin tippt ihr einfach den Namen der App ein, welche ihr aufrufen möchtet
Und weil PowerToys Run das Windows-Datei-Indexierungssystem verwendet und die Suchergebnisse nicht mit der wundervollen Bing-Suche mischt, kommt ihr hier öfter schneller zum Ergebnis als mit dem Windows-Startmenü selbst. Je mehr Dateien von der Windows-Suche indexiert wurden, desto besser wird auch PowerToys Run dabei funktionieren und es wird andere Dateien, Ordner, Dienste und sogar Systembefehle finden können. Mit dem kleinen Tool könnt ihr aber auch mathematische Probleme lösen, optional auch Notizbücher in OneNote finden und angeblich sogar Einheiten umrechnen, aber letzteres Feature funktioniert bei mir witzigerweise nicht. Beim nächsten PowerToys Feature ist es echt eine Schande, dass es immer noch nicht in Windows integriert ist. Android und iOS haben es zwar mittlerweile drin, und zwar geht es um die Zeichenerkennung bei Bildern. Wenn ihr am iPhone oder bei eurem Samsung ein Foto macht, könnt ihr Texte von diesen Fotos mittlerweile ganz einfach auswählen und kopieren. Natürlich, je schärfer und besser die Aufnahme vom Text ist, desto besser funktioniert auch die Zeichenerkennung. Mit diesem PowerToy kriegt ihr dieses Feature auch unter Windows. Drückt dafür einfach die Tastenkombination Windows, Shift und T und markiert einen beliebigen Text auf eurem Bildschirm. Schon ist der gesamte, im ausgewählten Bereich sichtbare Text in eurer Zwischenablage. Diesen Text könnt ihr jetzt einfach in Word oder den Editor einfügen, um ihn zu bearbeiten. Ich finde das Feature mega praktisch und ich finde Steuerung, Shift und T sollte unbedingt eine Systemfunktion von Windows werden. Einen Text aus einem PDF-Dokument zum Beispiel zu kopieren, ist selbst bei einem digital erstellten Dokument ein Graus und ohne Zusatzprogramm sogar unmöglich bei gescannten Dokumenten. In solchen Situationen ist der PowerToys Text Extractor wirklich nützlich. Das nächste PowerToys-Werkzeug sollte ehrlich gesagt schon längst in Windows 11 integriert sein. Es geht nämlich um die kleinen Verbesserungen für den Mauszeiger. Navigiert dazu erstmal in die PowerToys zu Maus-Dienstprogramme, wo ihr zuerst das Feature für die Suche der Maus konfigurieren könnt. Wenn ihr nämlich zweimal hintereinander die linke Steuerung-Taste drückt, verdunkelt Windows den Bildschirm und der Mauszeiger sticht sofort heraus. Ihr könnt das Feature aber auch so konfigurieren, dass es ähnlich funktioniert wie die Maussuche bei macOS. Und zwar wird der Cursor dann hervorgehoben, wenn ihr ihn einfach sehr schnell schüttelt. Weiter unten könnt ihr auch die Darstellung und das Verhalten der Maussuche konfigurieren, darunter die Deckkraft, die Hintergrundfarbe und auch die Spotlight-Farbe ändern. Ebenfalls ganz praktisch ist hier, dass ihr gewisse Anwendungen ausschließen könnt, sodass es beispielsweise nicht in einem Spiel passiert, wo einfach mal schnelle Mausbewegungen dazugehören. Ihr könnt hier auch die Mausmarker aktivieren, sodass beim Klicken ein kleiner gelber Marker am Bildschirm angezeigt wird und ein blauer Marker für den Rechtsklick. Das ist ganz praktisch, wenn ihr eine Präsentation macht oder eine Bildschirmaufnahme und ihr möchtet, dass die Zuseher nachvollziehen können, was ihr angeklickt habt, ohne dass ihr es explizit eben dazu sagen müsst. Und zuletzt könnt ihr ganz unten in den PowerToys Mausdienstprogramm auch ein Fadenkreuz für eure Maus aktivieren. Allerdings habe ich das immer deaktiviert und ich wüsste auch absolut nicht, wozu man das brauchen könnte. Vielleicht wisst ihr das ja, dann könnt ihr mich das gerne in den Kommentaren wissen lassen. Für manche Nutzer könnte auch der Tastaturmanager der PowerToys ganz praktisch sein. Hier könnt ihr nämlich die Tastenbelegung einzelner Tasten und sogar die Tastenkombination komplett verändern. Das können wir zusammen ebenfalls kurz ausprobieren. Wenn ihr die PowerToys öffnet, geht ihr zum Tastaturmanager und klickt auf Taste neu zuordnen. Jetzt öffnet sich dieses kleine Pop-up und ihr könnt nun jede beliebige Taste neu belegen. Das könnt ihr aber leider nur benutzen für Systemtasten und leider nicht, um Hardware-Tasten zu verändern. Während ich zum Beispiel bei meinem Acer Predator 300 SE diese Predator-Taste oder die Stumm-Taste auf der Tastatur umkonfigurieren kann, geht das leider nicht für Tastenkombinationen, welche zum Beispiel die FN-Taste verwenden. Immerhin kann ich aber hier den lästigen Predator-Knopf umstellen, welche immer diese Predator Sense App öffnet und das meist immer dann, wenn ich die Rücktaste drücken will. Der Knopf zum Stummschalten des Mikrofons wird aber von den PowerToys als F15-Taste erkannt und er schaltet bei mir ebenfalls nicht mehr das Mikrofon stumm, sondern schaltet die Lautstärke des PCs auf 0. Witzigerweise erkennen die PowerToys hier die Tastenkombination FN und rechte Pfeiltaste als Volume Mute, aber FN und F1 zum Ausschalten des Touchpads kann ich eben nicht umkonfigurieren. Es zahlt sich aber trotzdem aus, hier ein bisschen rumzuspielen, insbesondere dann, wenn ihr einen Laptop oder eine Tastatur habt mit einem beschissenen Layout. In Windows kommen gelegentlich Zugriffskonflikte vor, ich bin mir sicher, ihr habt das schon mal erlebt. Wenn ihr eine Datei verschieben oder löschen wollt, dann bekommt ihr gelegentlich diese Meldung, dass darauf nicht zugegriffen werden konnte, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. Windows hat aber seit Ewigkeiten das dumme Problem, dass es uns nicht wissen lässt, welcher Prozess konkret diese Datei gerade verwendet. Abhilfe schafft da das PowerToy namens FileLocksmith. Macht einfach einen Rechtsklick auf die betroffene Datei und klickt unten auf Weitere Optionen anzeigen, wenn ihr unter Windows 11 seid. Und hier klickt ihr dann einfach auf den Eintrag, was sperrt diese Datei. Übrigens hier ein kleiner WindowsArea.de Top-Tipp. Ihr könnt das erweiterte Rechtsklickmenü auch einfach aufrufen, indem ihr Shift haltet, wenn ihr einen Rechtsklick macht.
Und wenn ihr eben dann überprüft, welcher Prozess diese Datei sperrt, öffnet sich dieses kleine PowerToys-Fenster, das den Prozess oder die Prozesse anzeigt, welche das Löschen oder das Verschieben der betroffenen Datei verhindern. Es ist eins der praktischsten PowerToys überhaupt und ich frage mich ehrlich, warum das Microsoft bis heute nicht ins System integriert hat. Und genau das hat Microsoft nämlich bereits mit den Fancy Zones gemacht. Und in Windows 11 habt ihr ja jetzt dieses kleine, feine Multitasking-Menü, das euch beim Verschieben eines Fensters unterschiedliche Empfehlungen macht, wie ihr diese Fenster anordnen könnt. Dieses Menü könnt ihr aber auch mit der Tastenkombination Windows und Z aufrufen, wobei es auch einfach mit der Maus geht. Seit es dieses Feature in Windows 11 gibt, finde ich die Fancy Zones ehrlich gesagt sehr viel weniger nützlich. Sie haben aber immer noch ihre Daseinsberechtigung, wenn ihr beispielsweise zusätzlich ein benutzerdefiniertes Fenstermanagement konfigurieren wollt. Dafür benutzt ihr die Tastenkombination Windows, Shift und Ö, um den Fancy Zones Editor zu starten. Hier könnt ihr dann aus einer Reihe von Vorlagen wählen oder auch eure ganz eigene Fensteranordnung erstellen. Hierfür klickt ihr rechts unten auf Neues Layout erstellen und daraufhin wählt ihr aus, ob die Programme nebeneinander oder in einem Raster ausgerichtet sein sollen und ihr könnt auch frei definierte Flächen erstellen, wo sich dann die einzelnen Fenster überlappen können. Wenn ihr fertig seid mit dem Anordnen, klickt ihr einfach auf Speichern und Anwenden. Wenn ihr jetzt also ein Fenster ausgewählt habt, drückt ihr nun noch die Tasten Windows und Shift, um die Fancy Zones anzuzeigen und ordnet dann eure Fenster nach Belieben an. Wie gesagt, die Fancy Zones sind schon ganz praktisch, wenn ihr ein benutzerdefiniertes Setup haben wollt zum Anordnen eurer Fenster, aber grundsätzlich ist es dann doch einfacher eigentlich, die integrierte Multitasking-Funktionalität von Windows 11 eben zu verwenden. So, das war's dann auch schon von meinem kurzen und relativ ausführlichen Tutorial zu den Microsoft PowerToys. Für mich gehören die PowerToys mittlerweile zu fast jeder Windows-Installation dazu und ich denke, einige dieser Features müssten unbedingt in Windows 11 integriert werden. Aber was denkt ihr? Was ist euer Lieblings-PowerToy und welche Funktionen wünscht ihr euch zusätzlich für dieses Programm? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr weitere Tipps, Tricks und Tests rund um Windows 11 sehen wollt, abonniert natürlich unseren Kanal und gebt mir einen Like auf dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.